9 Uhr am Morgen. Jetzt habe ich mich extra so beeilt, um pünktlich hier anzukommen, denn ich hatte eigentlich eine geführte Safari gebucht. Aus irgendwelchen Gründen klappt das nicht. Naja, das ist halt Afrika. Dann werde ich halt das Ganze auf eigene Faust machen. Ich bin ja mittlerweile schon so ein bisschen Safari erfahren. Ich habe ja zumindest im Krüger Nationalpark schon einige Tiere auch auf eigene Faust entdeckt. Und so beginnt mein Streifzug durch das Wildreservat in aller Frühe. Mit 1640 Quadratkilometern belegt es gerade ein Zehntel der Fläche des Krüger Nationalparks. Anfang der 1930er Jahre zum Schutz der letzten überlebenden Elefanten der Region eingerichtet, zählt man zum Zeitpunkt meines Besuchs etwa 400 Tiere. Das sah mal ganz anders aus. Der Gründung ging eine seitens der Regierung initiierte Jagd voraus, weil die Tiere die Farmen und Gärten der Anwohner verwüsteten. Der letzte große weiße Jäger Major Pretorius erlegte in dieser Zeit 130 Tiere, was zu großen Protesten führte. Im Jahr 1954 gab es in der Folge nur noch 22 Elefanten. Zu deren Schutz ließ der damalige Parkranger Graham Armstrong eine Fläche von ca. 2270 Hektar einzäunen. Dieser Zaun wird auch heute noch vom Park genutzt und ist nach seinem Erfinder Armstrong-Zaun benannt. Auf jeden Fall ist der Nationalpark gut organisiert, insbesondere auch was diese Karte, die man dazu bekommt, betrifft. Es ist nämlich alles durchnummeriert. Hier gibt es Wegweiser, der hat die Nummer 15. Und ich will jetzt hier zum Kadu Lookout Point. Dort darf man nämlich das Fahrzeug verlassen. Und dann kann man mal so ein bisschen hier ringsherum schauen, wie es hier so aussieht. Achtung Löwen, Verlassen des Fahrzeugs auf eigene Gefahr. Ich glaube, ich steige doch nicht aus, ich bleibe hier drin. Sicher ist sicher. Mit den folgenden Zielen begebe ich mich in den Bereich der Gartenroute. Damit gemeint ist die Region der Südküste entlang der Nationalstraße N2. Mit ihrem Kern von Mossel Bay über Neisna bis Plettenberg Bay zieht sie jährlich viele Reisende an. Doch auch die Randbereiche lassen sich getrost zur erweiterten Gartenroute hinzuzählen. So sehen wir noch heute den imposanten Bereich des Storms River und seiner Flussmündung in den Indischen Ozean im Tsitsikamma Nationalpark. Viele Reisende starten ihre Erkundung meist von Kapstadt aus. Wir werden die Gartenroute und ihr Hinterland von östlicher Richtung beginnend im Folgenden erleben. Programmpunkt Nummer 1 hier an der Gartenroute. Hinter mir ist ein großes Bauwerk und zwar die Storms River Bridge. Eine Brücke, die einen riesengroßen Canyon überspannt, wo unten der Storms River entlang fließt. Wenn wir weiter hier hinten in diese Richtung, also flussabwärts, uns fortbewegen, dann kommen wir irgendwann zum Storms River Mouth. Dort gibt es einen Nationalpark und dort werde ich mich heute Abend einquartieren zum Übernachten. Das werden wir gleich noch sehen. Nur 18 Kilometer von der 192 Meter langen Brücke entfernt stehe ich vor dem Einlassgate und kurze Zeit später ist der Wagen bereits am Küstenbereich abgestellt. So finde ich mich aber nur in einem winzig kleinen Teil des Parks wieder. Erstreckt er sich doch über fast 100 Kilometer entlang der Küste zwischen Kap St. Francis und Plettenberg Bay. Doch speziell hier trifft der tosende Indische Ozean auf die letzten Urwälder Südafrikas.
Dank der hohen Niederschlagsmengen fließen viele Bäche von den umgebenden Tsitsikama-Bergen hier ins Meer. Die zerklüftete Landschaft ist nicht nur besonders ansehnlich, sondern auch Lebensraum der kaninchengroßen Klippschliefer. Sie lieben die felsigen Gebiete Afrikas. Mit ihren 2 bis 4,5 Kilogramm leben sie in Kolonien und verstecken sich bei Gefahr in den Felsen. Diese sind es nun auch, die ich über einen Wanderweg erkunden will. Der wilde Indische Ozean, hinter mir zu sehen. Heute ist es ein wenig nebelig hier. Kein Vergleich mehr zu dem Wetter heute Morgen im Addo Nationalpark. Da war es ja komplett sonnig, wir erinnern uns. Aber das Besondere hier ist eine Hängebrücke, eine im Englischen Suspension Bridge, die über einen Wanderweg erreicht werden kann. Als Holzsteg konzipiert, überwindet er teils zahlreiche Höhenmeter. Aber was tut man nicht alles, um mit der Natur auf Augenhöhe zu kommen? Es kommt nicht von ungefähr, dass man hier schon 1969 eine Hängebrücke installierte. Über eine Länge von 77 Metern hat man direkt über dem Wasser die wohl beste Sicht auf die Flussmündung des Storms River ins offene Meer. Wie bei allen solchen Konstruktionen ist der Fußweg über selbige eine mehr als wackelige Angelegenheit. Wohl auch deshalb sollten sich nur maximal 25 Personen auf der Hängebrücke aufhalten. Und jegliches Herumspringen ist, zumindest laut einem Hinweisschild, verboten. Ein bisschen schwanken muss aber schon mal drin sein. Und vor allem, wenn man so schön im Gleichtakt läuft, dann fängt das Ding so ganz langsam an zu schwingen. Und das ist gerade das, was geil ist. Jetzt muss man sich richtig festhalten. Die Bleibe für heute Nacht ist auch wieder derart außergewöhnlich, dass sie eigentlich auch schon wieder Gegenstand dieses Films sein muss. Ich habe nämlich einen Forest Hut und das werde ich jetzt mal beziehen. Doch mal gemütlich für eine Nacht. 19 Uhr am Abend, es ist stockdunkel draußen. Hier in diesem Nationalpark kann man auch direkt am Ufer campen. Aber auch diese Unterkunft ist was Besonderes. Viele Leute machen sich abends erstmal gemütlich ein schönes Lagerfeuer auf ihrem Grill an. Währenddessen, ich beschäftige mich schon hier mal jetzt so langsam wieder mit der Tagesplanung für morgen. 230 Kilometer sind es bis zur nächsten Übernachtungsmöglichkeit und bis dahin will ich noch 2, 3 sehenswerte Punkte der Garden Route mitnehmen. 7.30 Uhr am Morgen. Es sind wohl diese Kulissen, welche die Gartenroute so interessant machen. Kaum zu glauben, dass sich das Panorama auf dem Kontinent Afrika befindet. Man würde vielleicht eher zu Nordeuropa oder Alaska tendieren. Nichtsdestotrotz lege ich schon nach 26 Kilometern den ersten Zwischenstopp des Tages ein. Denn ich sehe mich einer weiteren mächtigen Betonbrücke gegenüber. Mit einer Ausdehnung von 451 Metern überspannt die Blue Crans Bridge eine Höhe von 216 Metern über dem Tal. So viel zu den technischen Fakten. Wer den Nervenkitzel liebt, kommt hier aber noch eine ganz andere Angelegenheit auf seine Kosten. An einem Bungee-Seil kann man sich in die Tiefe stürzen, so tief wie nirgendwo anders auf der Welt.
Eine nette Kleinstadt am Wegesrand der Gartenroute ist Neisna. Doch es ist weniger das geschäftige Treiben, weshalb ein Zwischenstopp lohnt. Die ca. 51.000 Einwohner sehen sich einer rund 20 Quadratkilometer großen Lagune gegenüber. Diese schaut man sich am besten von einem Aussichtspunkt an. Auffällig ist die grüne Umgebung. Diese lebt von den ganzjährigen Niederschlagsmengen und dem durchweg milden Klima. Hier am Margaret's Viewpoint hat man wahrscheinlich den besten Ausblick auf die Lagune der Stadt Neisna. Eigentlich direkt am Wasser gelegen, aber eben noch durch eine Bergkette vom offenen Meer getrennt. Und deswegen gibt es ja hier auch diese Lagunenlandschaft. Wer hätte gedacht, dass Südafrika im Süden des Landes so grün ist? Aber das ist wahrscheinlich die Faszination der Gartenroute. Wir erinnern uns noch am Anfang der Reise, als wir durch die kleine Karoo gefahren waren. Das klingt weit weg. Doch in Wahrheit geht es dahin im Folgenden zurück. Bis es soweit ist, fallen die erlebnisreichen Küstenabschnitte mit ihren langgezogenen Buchten auf, wie hier bei der Kleinstadt Wilderness. In George verzweige ich über die Strecke 12 ins Hinterland. Dazu quert die Route die Utenika-Berge. In der Sprache der Khoisan bedeutet dies Männer, die Honig tragen. Davon ist wenig zu sehen. Vielmehr wirkt das Gebirgsmassiv als Wetterscheide, welche die feuchtgrüne Küstenlandschaft vom trockenen Hinterland der Karoo abgrenzt. Diese landschaftliche Konstellation hatten wir auch schon auf der Anreise kurz hinter Kapstadt in diesem Film kennengelernt. Nach und nach nähere ich mich der Umgebung der Stadt Oudtshoorn, die zwar nicht selbst auf meinem Reiseplan steht, wohl aber ihre Umgebung. Denn hier trifft man auf besonders viele Straußenfarmen. In freier Wildbahn leben schätzungsweise bis zu 50.000 Tiere. In den trockenen Gebieten des Landes schließen sie sich nicht selten zu Herden von einigen hundert dieser Vögel zusammen. Dennoch sind sie nicht sonderlich intelligent, da die Masse ihrer Augen diejenige ihres Hirns übersteigt. Was für ein entspannter Nachmittag. Ich bin bereits um 15 Uhr am frühen Nachmittag dort angekommen, wo ich die Nacht verbringen werde, nämlich auf einer Gastfarm inmitten des landschaftlichen Panoramas, was wir vorhin schon die ganze Zeit gesehen haben. Nichtsdestotrotz, heute Abend geht's früh ins Bett, weil morgen habe ich in aller Frühe eine Erdmännchentour gebucht. Die geht um 6 Uhr in der Früh los. Dauerregen in der Nacht hat den Veranstalter bewogen, die Tour abzusagen. Zum Glück waren gute Freunde vor einiger Zeit auf meiner Reiseroute unterwegs und fanden erheblich besseres Wetter vor. So sehen wir hier ihre Bilder, die mir vor Ort zwar versagt blieben, dem Zuschauer aber verdeutlichen, dass das Karstland lebt. Erdmännchen leben zu Gruppen in den trockenen Regionen im südlichen Afrika. Mit 4 bis 10 Tieren legen sie ein ausgeprägtes Sozialverhalten zutage und ernähren sich vorwiegend von Insekten. Zum Schutz vor den mitunter hohen Temperaturen am Tage verkriechen sie sich in ihren unterirdischen Höhlen, die sie gern in den frühen Morgenstunden verlassen, um in ihrer bekannten aufgerichteten Pose die Umgebung zu beobachten. Bevor wir uns aber an die sonnigen Bilder gewöhnen, beenden wir die Exkursion zu den Höhlenwesen und fahren in meinem Reiseplan weiter fort. 11 Uhr am Morgen. Tja, auch dieser wolkenverhangene Himmel kann Südafrika jetzt zu dieser Jahreszeit sein. Nichtsdestotrotz, ich habe meine Bleibe von vergangener Nacht verlassen und ich bewege mich jetzt mal etwas abseits der Küstenlinie in der Landesmitte weiter fort auf der Route 62. Die Karoo-Berge, trocken und hügelig zugleich. Von zahlreichen Tälern durchzogen, hat man aber doch ausreichend Platz für die Verlegung der Strecke 62 gefunden. So windet sie sich von Erhebung zu Erhebung.
Von einer ruhigen Fahrt kann jedoch infolge des recht hohen Verkehrsaufkommens kaum die Rede sein. Wenigstens hat man eine ausreichende Anzahl an Parkplätzen und Aussichtspunkten geschaffen. Sie bieten jedoch nicht viel mehr als eine grandiose Aussicht. Darf es also etwas mehr sein? Vielleicht ein Kaffee oder ein Drink? Folgt man der Strecke 62 etwas weiter, taucht in der wildwestartigen Landschaft wie aus dem Nichts plötzlich der bekannteste Pub Südafrikas auf, bei dem nicht zwangsweise das drin ist, was draußen draufsteht. Einst verkaufte Farmer Ronny hier Obst und Gemüse. Bis zu dem Tag, als der Schriftzug Ronnys Shop von unbekannter Hand durch drei weitere Lettern ergänzt wurde. Ronny überlegte, ob er sein unschuldiges Gemüse nun durch etwas anderes ersetzen müsste. So waren es Ronnys Freunde, die ihm bei Lagerfeueratmosphäre vorschlugen, sein Portfolio um gekühltes südafrikanisches Bier zu ergänzen. Der Roadpub Ronnys Sex Shop, heute mit Kultstatus, war geboren. Der Innenraum erinnert unterdessen mehr an eine Harley-Kneipe. Doch man sieht genau, dass es Besucher aus nah und fern hierher zieht. Auf jeden Fall ist dieser Pub gut für eine Pause. Ich habe gerade einen Kaffee getrunken. Deswegen weiter geht's. Mit der Ortschaft Berrydale erreiche ich ein wahres Kleinod. Mit den Bergen und ihrem Tradu-Pass im Hinterland schirmen sie die heranziehenden Wolken vom Indischen Ozean derart ab, dass die Niederschlagsmenge hier nur moderat ausfällt. Dennoch sind die Böden fruchtbar, sodass die rund 4000 Einwohner in gewissem Maße vom Obstanbau leben. Hinweise auf die Historie gibt uns zunächst die niederländisch-reformierte Kirche im Ortszentrum. Doch schon die Khoisan verbanden mit dem Namen Tradu den Pfad der Frauen. Erst der Blick in die neuere Geschichte bringt Namensgeber Joseph Berry ins Spiel. Zwar wohnte er nicht direkt im 1882 gegründeten Berrydale, doch seine Handelsgesellschaft dominierte die Region vom benachbarten Swellendam aus. Fast möchte man dies als Schwesterstadt ansehen. Die Stadtgründung erfolgte aber schon 137 Jahre früher, zunächst als Außenposten der niederländischen Ostindiengesellschaft. Damit ist die Ortschaft nach Kapstadt und Stellenbosch die drittälteste Südafrikas. Auch Swellendam verfügt über eine ansehnliche niederländisch reformierte Kirche. Nichtsdestotrotz dient mir Swellendam als Übernachtungsgelegenheit auf dem Weg zurück zur Küste des Landes. Swellendam liegt hinter mir. Unterdessen melde ich mich mal hier am Wegesrand von den einsamen Feldern Südafrikas. Nur etwa 100 Kilometer von hier entfernt liegt das Cape Algulhas. Zugegebenermaßen etwas ganz Besonderes. Der 20. Meridian, auf dem es exakt liegt, ist eine Landmarke im mehrfachen Sinne. Nach meiner langen Reise durch Südafrika habe ich jetzt eine besondere Landmarke erreicht, das Cape Algulhas. Der südlichste Punkt Südafrikas und auch der südlichste Punkt des afrikanischen Kontinents. Aber hier passiert auch noch was ganz Besonderes, denn diese Landmarke teilt zwei Weltozeane. Hier treffen sie sozusagen aufeinander. Wir haben dort einmal den Indischen Ozean und wir haben dort den Atlantik. Und das Ganze ist natürlich nicht zu verwechseln mit dem Kap der guten Hoffnung. Und so ist der südlichste Leuchtturm des Landes weithin sichtbar, obgleich sich der Kontinentalschelf noch weitere 250 Kilometer seewärts fortsetzt. Nur in geringem Maße beeinflusst dies die mitunter starken Meeresströmungen, die nicht selten zu einem hohen Wellengang führen. Die Gewässer um das Kap zählen somit einerseits zu den fischreichsten Afrikas, andererseits aber auch wegen ihrer Riffe zu den gefährlichsten für die Seefahrt. Dennoch, ein wenig Ende-der-Welt-Gefühl kommt schon auf. Vielleicht auch, weil dieser Ort so gar nicht an die teils ärmlichen Verhältnisse des Kontinents erinnert. Oder vielleicht liegt es an der einsamen Zufahrtsstraße zu dieser Landmarke. Vielleicht aber auch, weil es die für mich letzte fehlende südliche Landmarke ist. So erlebte ich bei meinen Reisen zuvor schon das Fin del Mundo, das Ende der Welt in Ushuaia, Argentinien,
den Slope Point im Süden Neuseelands oder die südlichen Gefilde Tasmaniens. Und so ist das hiesige Siedlungsleben in Afrikas Süden wohl selbst etwas Besonderes. Die kleine Ortschaft Lagulhas schimmert friedlich im leichten Dunst des Seenebels. Dem Wasser werde ich bei meiner anstehenden Fahrtstrecke auch weiterhin verbunden sein. Ja, das war der südlichste Punkt des afrikanischen Kontinents. Ganz schön starke Wellen hier draußen. Es geht weiter im Programm. Wir haben noch etwas auf der Liste für heute. Und zwar geht es jetzt immer schön an der Küste entlang. Die atemberaubenden Landschaftskulissen setzen sich im Folgenden weiter fort. So viel vorab. Vom Südkap aus kommend erreiche ich die Gefilde der Whale Coast Route. Als die Hauptstadt für Walsichtung gilt die Kleinstadt Hermanus mit ihren ca. 33.000 Einwohnern. Speziell in den Monaten Juli bis Dezember kann man hier die Gattung der Südkaper beobachten. Regelmäßig zählen die offiziellen Stellen bis zu 150 Wale in den Gewässern vor der Stadt. Ein wenig Glück gehört aber schon dazu, eine entsprechende Sichtung zu verbuchen. Meine Blicke verlaufen unterdessen ins Leere. Wenigstens ist der Klippenpfad Cliffwalk nahe des Meeres durch die Fynbus-Vegetation schon ein ansehnliches Highlight. Etwas mehr Glück mit der Tierwelt verspricht ein weiterer Hopser auf der Landkarte. Von Hermanus geht es entlang der Küste nach Betty's Bay. Am Stony Point lebt eine Kolonie Brillenpinguine. Sie sind die einzige heute noch in freier Wildbahn lebenden Pinguine Afrikas. Etwas unbeholfen sehen sie ja schon aus, wenn sie an Land tollpatschig umherwatscheln. Fast möchte man ihnen wie bei einer alten Dame über die Straße helfen. Doch Mensch und Tier sind hier über einen langen Holzsteg strikt voneinander separiert. Das scheint sie indes kaum zu stören. So dösen sie in der Sonne oder springen fürs Fischen oder ein gelegentliches Bad ins Meer. Die Südküste von Südafrika. Einfach Wahnsinn, diese Kulisse. Und man merkt auch schon, dass ich mich so langsam aber sicher jetzt der Kapregion nähere, denn hier unten wird es sehr, sehr hügelig. Auf jeden Fall ist die Straße, die ich hier gerade befahre, die Küstenstraße, wohl eine der schönsten der Welt. Die Sonne lacht das ganze früh am Morgen. Tja, die nächsten drei vollen Tage möchte ich darauf investieren, mir die Kap-Halbinsel etwas näher anzusehen. Beginnen wir doch zunächst erst einmal selbst hier in Simonstown. Denn hier gibt es nochmals eine Pinguinkolonie und nicht zu vergessen natürlich auch wenige Kilometer hier entfernt das Kap der Guten Hoffnung. Schließlich bleibt Kapstadt als Stadt selbst von Interessenspunkt auf der Liste übrig. Auch dort gibt es einige Anlaufpunkte. Simonstown. Bis hierher war ich am Vorabend noch gefahren. Das auch aus gutem Grund. Schließlich liegt das Kap der Guten Hoffnung sozusagen in direkter Nachbarschaft. Kapstadt zugehörig ähnelt Simonstown den anderen Siedlungen an den übrigen Berghängen. Die 6500 Einwohner beherbergen, neben ihrer sehenswerten Pracht und zugleich Hauptstraße, am Boulders Beach eine weitere Pinguinkolonie.
Wer wie ich schon früh auf den Beinen ist, hat auf jeden Fall gute Chancen, auf eine ganze Reihe von den Frackträgern zu treffen. Anscheinend Sandstrand. Das hier ist der Boulders Beach. Zuerst, als ich diese Reise geplant hatte, hatte ich gedacht, man kommt wesentlich dichter hier an das Stückchen Sandstrand heran. Nein, das Ganze hier ist natürlich als Naturpark ausgebaut. Aber interessanterweise muss man vorneweg hier durchs Wohngebiet laufen. Das Auto darf man hier nicht direkt abstellen. Der Parkplatz ist so 200-300 Meter entfernt, weil das Ganze ist ja eine Residential Area. Aber es ist gut zu finden, es ist gut ausgeschildert. Ja, das Highlight in Simonstown. Zurück am Auto wird es aber nun endlich Zeit, das Kap der guten Hoffnung anzusteuern. Gerade einmal 10 Kilometer sind es vom Parkplatz bis zum Einlassgate des Cape Point National Parks, an dem ich natürlich gerne meinen Eintrittsobolus bezahle, um die wohl bekannteste Landmarke Südafrikas ansteuern zu können. Good morning, 110? Okay, thank you. Yeah. Ah, ich bin da. Cape of the Good Hope. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ihr Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Da. Das Kap der guten Hoffnung markiert nicht zuletzt einen Höhepunkt dieser Reise. Hoffnung, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Wort für den Kontinent Afrika. An vielen armen Ecken bin ich vorbeigefahren, aber an manchen ist auch durchaus schon Entwicklung zu beobachten. Andächtige Worte, die einen Ort beschreiben, der von ganzen Busladungen täglich aufgesucht wird. Wohl auch deshalb bevorzuge man eine frühe Ankunftszeit, sofern man diese Landmarke einmal bei Stille genießen will. Dabei ist das Kap eigentlich nur ein kleiner, unbedeutender Felsvorsprung. Wenn auch Lebensraum für ein paar Strauße, welche die Wegstrecke zurückqueren. Das eigentliche Kap wird von einem Leuchtturm markiert, der auf einem 238 Meter hohen Felsenvorsprung thront. Besucher können den Aufstieg entweder zu Fuß oder mit einer Seilbahn zurücklegen. In jedem Fall wird man mit einem grandiosen Ausblick auf die südliche Kap-Halbinsel belohnt. Ich glaube, mich los der Affe. Hier an der Küstenstraße gibt es Affen. Und zwar teils so viele, dass sie stellenweise eine Plage darstellen. Nicht selten durchkämmen sie die angrenzenden Wohngebiete. Aber diese Gruppe hier ist von jeglichen Häusern ausreichend entfernt. Auf dem Weg nach Camps Bay und später Kapstadt ist auf jeden Fall eine Fahrt über den Chapman's Peak Drive zu empfehlen. Dieser verläuft entlang der Hood Bay und lässt sicher bei vielen Autofahrern das Herz höher schlagen. Da es sich um eine Privatstraße handelt, wird eine geringe Durchfahrtgebühr verlangt. Man beachte allerdings, dass nach starken Niederschlägen dieser Küstenabschnitt auch schnell einmal gesperrt sein kann und das dahinterliegende Camps Bay nur noch über einen Umweg zu erreichen ist. Auf den ersten Blick Simonstown ähnlich, haben sich hier die Wohlhabenden des Landes niedergelassen, sozusagen die Crème de la Crème. So lädt vor allem die Uferstraße zum Verweilen und Stöbern ein.
Gleich auf der anderen Seite des Bergmassivs erreichen wir dann auch endlich Kapstadt, die zweitgrößte Stadt des Landes mit rund 3,7 Millionen Einwohnern. Ein Blick auf die Karte lässt meine Anlaufpunkte schnell erkennen. Der Stadtteil Bokaap, der Innenstadtbereich mit der Long Street, der Noble Square, das Hafenareal Waterfront, das Thünhuis, die St. George-Kathedrale, das WM-Fußballstadion, der Signal Hill und natürlich der weltbekannte Tafelberg. Ein ganz besonderer Stadtteil von Kapstadt ist Bokaap, gar nicht so weit weg vom Innenstadtzentrum. Das Besondere hier sind sehr, sehr viele bunte, bemalte Häuser, die im 18. Jahrhundert von Kapmalayen besiedelt wurden, nachdem sie aus der Sklaverei entlassen waren. Heute leben in diesem Stadtteil etwa 6000 Menschen, darunter viele Muslime. Dies spiegelt sich auch in den 10 Moscheen wider. Auffällig ist in jedem Fall der Baustil, eine Synthese aus kapholländischer und edwardianischer Architektur. Nach dem Ende der Apartheid hatte man viele Häuser wiederhergerichtet. In Verbindung mit den engen Gassen und dem Kopfsteinpflaster ist dieses Viertel nicht zuletzt zu einem kleinen touristischen Anziehungspunkt geworden. Ähnlich altertümlich ist die Long Street. 3,2 Kilometer lang gehört sie zu den ältesten Verkehrswegen in der Stadt. Auffällig sind manche Gebäude, die im viktorianischen Baustil gehalten sind, vielfach noch mit Balkongeländern an ihren Fassaden versehen. Wohl auch deshalb wird die Straße von vielen Besuchern angelaufen, obgleich mir zum Zeitpunkt meiner Anwesenheit schon ein gewisser Stechschritt mancher Passanten auffällt. Die Sicherheit will man jedenfalls mit entsprechendem Wachpersonal gewährleisten. Wir sehen uns gerade der Government Avenue gegenüber. Eine autofreie Fußgängerzone, an der sich das Thünhuis, zu Deutsch Gartenhaus, befindet. Neben den Union Buildings in Pretoria handelt es sich hier um einen weiteren Amtssitz des südafrikanischen Präsidenten. Bereits seit 250 Jahren Sitz der politischen Elite, diente das Gebäude als Residenz der meisten niederländischen, batavischen und britischen Verwalter sowie Gouverneure der Kapkolonie. Südafrikas Premierminister und Präsidenten residieren hier seit 1961. In unmittelbarer Nähe trifft man auf die St. George-Kathedrale, zugleich Sitz des Erzbischofs von Kapstadt. Das gebäudeseitige Design geht auf Sir Herbert Baker zurück. Wir erinnern uns, aus seiner Feder stammen bereits die Union Buildings in Pretoria. So kommt es nicht von ungefähr, dass man ihn als Architekt Südafrikas bezeichnet. Eine ganz andere Gestaltung ist dem Hafenareal Kapstads zuteil geworden, der Victoria and Alfred Waterfront. 1870 und 1905 in Betrieb genommen, erhielten die beiden Becken in der Tafelbucht ihren Namen zu Ehren der britischen Königin Victoria und ihres zweiten Sohnes, Prinz Alfred. Während der Apartheidspolitik wurde der Hafen weitgehend boykottiert. Viele Bereiche lagen brach. Davon ist heute nichts mehr zu sehen, denn in Zusammenarbeit mit örtlichen Investoren restaurierte man zum Ende der Rassentrennungspolitik die Gebäude und schuf ein sicheres Ausgehviertel. Die Häuser wurden dabei stilistisch angepasst. Schon 1995 zählte man mehr als 15 Millionen Besucher aus aller Welt. Auf weltweit bekannte Größen trifft man am Noble Square. In Laufreichweite gelegen, hat man hier Skulpturen der vier Friedensnobelpreisträger des Landes, Albert John Luthuli, Desmond Tutu, Frederick William de Klerk sowie Nelson Mandela aufgestellt. Vom Hafenbecken ist das Fußballstadion Kapstads nur einen Kameraschwenk entfernt.
Eigens für die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 errichtet, ersetzt es das ehemalige Greenpoint Stadion. In der Multifunktionsarena siegte Deutschland gegen Argentinien im Viertelfinale. Dennoch ein Bau, der nicht unumstritten ist. Mit 280 Millionen Euro Baukosten schlägt der Unterhalt jährlich mit 30 Millionen Euro zu Buche. Ein lokaler Gewerkschaftsverband fordert, anstelle des Stadions Sozialwohnungen zu errichten und den liebevoll genannten weißen Elefanten gar wieder abzureißen. Insgesamt keine aufmunternden Töne, die sich auch beim Blick auf den Tafelberg widerspiegeln. Hinter mir liegt sie nun zu Füßen, Kapstadt, um nicht zu sagen Cape Town, die wohl schönste Stadt Südafrikas. Ich bin wieder an meinem Ausgangsort zurückgekommen dieser Reise. Und ich möchte jedem empfehlen, nicht nur einen Tag hier zu verbringen, sondern sagen wir vielleicht drei. Denn zum einen gibt es hier relativ viel zu sehen und zum anderen, wenn man denn einen Blick vom Tafelberg riskieren möchte, dann muss es nicht unbedingt bedeuten, dass es jeden Tag schönes Wetter ist und dass jeden Tag perfekte Sicht herrscht. Und deswegen braucht man schon ein paar mehr Anläufe. Ich habe mich hier gerade in meinem B&B wieder eingefunden in Simonstown und plötzlich 18.30 Uhr Strom weg. Das kann in Südafrika passieren und deswegen kann ich nur jedem raten, nehmt euch eine Taschenlampe mit, denn wer weiß, wann der wiederkommt. Aber die Besitzer von diesem B&B haben vorgesorgt, die haben mir nämlich eine lustige Konstruktion geschaffen mit einem 12-Volt-Akku und ein paar LEDs drumherum. Es werde hell. Oh, das Licht ist wieder da. Na, das ging ja heute richtig schnell. Wie lange hat das jetzt gedauert? Oh, gerade mal 10 Minuten. Perfekt. Kann ich ja meinen Tagesbericht jetzt endlich schreiben von heute. Schließlich war ich ja am Kap der guten Hoffnung. Am dritten Tage sollst du endlich Glück haben. Anders kann ich das nicht in Worte fassen. Jetzt bin ich den dritten, kompletten, vollständigen Tag hier auf der Kap-Halbinsel unterwegs und machen wir uns nichts vor. Für Kapstadt braucht man schönes Wetter. Die Innenstadt zu erkunden ist kein Problem, das geht auch mal ein bisschen im Nieselregen. Aber um den Tafelberg in seiner gänzlichen Schönheit zu sehen, brauchen wir klares Wetter. Das ist im Morgenbereich auf jeden Fall gut gegeben, denn die Sonne steht perfekt sozusagen, um das riesengroße Bergmassiv zu beleuchten. Dieses Panorama verknüpfen wir wohl auch am ehesten mit Südafrika. Einfach nur der Wahnsinn. Nun heißt es also jetzt oder nie. Naturgemäß bin ich nicht der Einzige, der so denkt. Auf Parkplatzsuche fahre ich an einer ganzen Blechlawine an Fahrzeugen vorbei, die förmlich lückenlos den Rand der Zufahrtsstraße zur Talstation der Seilbahn ziert. Ob hier noch Platz für mich ist? Aber ja, viele, viele Meter weiter hinten. Doch damit ist man noch lange nicht auf dem Bergplateau angekommen. Bezogen auf die Masse der Fahrzeuge wird es wohl einige Zeit dauern. 64 Personen pro Gondel, aber immerhin 900 Personen in der Stunde kann man mit der Seilbahn nach oben befördern. Dennoch ist der Rückstau entsprechend lang. Geschlagene 2 Stunden verbringe ich in der zweigeteilten Warteschlange. Eine Reihe gebildet von Personen mit Ticket, die andere für solche ohne. Da Fahrgäste mit Ticket im gefühlten Verhältnis 3:1 bevorzugt werden, sei jedem empfohlen, schon vorab online das entsprechende Ticket zu erwerben. So dreht sich der Fußboden in der Gondel während der Fahrt um sich selbst. Rundumblick ist also garantiert. Interessanterweise verzichtet das Seilbahnsystem auf der 1200 Meter langen Strecke auf jegliche Stützen, um den Höhenunterschied von 700 Metern zu bewältigen. Dies wird durch getrennte Trag- und Zugseile realisiert. Doch dann bin ich endlich oben angekommen, auf Kapstads und sicher auch Südafrikas Wahrzeichen. Und nicht zuletzt liegt mir die Metropole nun wahrlich zu Füßen. Den bis zu 1087 Meter Höhe ist es geschuldet, dass es hier oben doch merklich kühler ist.
Wind- und Wassererosion sind es auch, die das Gesteinsmassiv über Millionen Jahre beeinflusst haben. In den 430 Millionen Jahren seiner Existenz drang Wasser in Spalten und Risse im Sandstein ein und formte das Gestein. Neben der grandiosen Aussicht ist aber auch die Pflanzenvielfalt faszinierend. Man zählt bis zu 1400 Arten. So denn bin ich wahrlich auf dem Gipfel meiner Reise angekommen. Was bleibt, sind Erinnerungen an einen ganz besonderen Trip, einzigartige Landstriche und eine facettenreiche Tierwelt. So dann bin ich startklar für die Rückreise am Folgetag. Zurück am Flughafen von Kapstadt. Der Kreis ist geschlossen. 6280 Kilometer auf dem Landweg liegen hinter mir. Der Mietwagen ist abgegeben. Hatten die unzähligen Kritiker im Internet also recht, dass es sich hier um ein gefährliches Land handelt? Sicher gibt es Gegenden, wo man sich als Besucher besser nicht aufhält. Auf jeden Fall habe ich mein ganz eigenes Südafrika kennengelernt. Und so verschwinden noch schnell ein paar Prozent im Akku des Smartphones für den Rückflug. Willkommen an Bord. Frau Conner, Boeing 767 auf Ihrem heutigen Flug nach Frankfurt. Unsere Flugzeit heute nach Frankfurt wird 11 Stunden und 40 Minuten betragen. Wir möchten Sie jetzt alle bitten, Ihre Sitzplätze einzunehmen, die Sitzgurte zu schließen und festzuziehen. Die eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, Sicherheitsgurt während des gesamten Reiseflugs geschlossen zu halten. Deutschland oder einen guten und sicheren Nachhauseweg. Sagen vielen Dank, tschüss und auf Wiedersehen.